Hallo, heute in der aktiven Pause geht es mal wieder um Rhythmus. Und zwar geht es heute darum, etwas mit diesem Becher und unseren Händen am Tisch zu machen. Und das Ganze sieht am Ende ungefähr so aus. Das hat dir gefallen? Okay, dann kannst du dieses Video jetzt weiterschauen. Ich werde mal ganz langsam mit dir genau das, was ich gerade gemacht habe, trainieren. Und in ein paar Minuten kannst du das genauso, wie ich es gerade gemacht habe. Versprochen. Los geht's. Diesen langen Rhythmus, den ich da gerade geklatscht und geklopft habe, den können wir natürlich noch ein bisschen aufteilen. Und genau das werden wir jetzt machen. Und wir starten mal mit den ersten 5 Schlägen und die sehen so aus. Nochmal. Jetzt kannst du schon mitmachen, wenn du nicht jetzt schon mitgemacht hast. Und noch leichter ist es, sich zu merken, wenn man dazu spricht. Und zwar ganz einfach: Klatsch, Klatsch, Schlag darauf. Das kannst du dir gut merken, oder? Klatsch, Klatsch, Schlag darauf. Mal 3 oder 4 Durchgänge am Stück machen. Klatsch, Klatsch, Schlag darauf. Klatsch, Klatsch, Schlag darauf. Klatsch, Klatsch, Schlag darauf. Klatsch, Klatsch, Schlag darauf. Verstanden? Okay, dann kommen jetzt noch ein paar Schläge hinzu. Jetzt kommen 3 weitere Töne hinzu. Ich mache die mal zuerst vor, ohne die ersten 5 Töne von eben. Und zwar Klatsch, Nimm, Kap. Achtet darauf, es sind wirklich 3 Töne. Klatsch, Nimm, Kap. Auch beim Nehmen sollte man also etwas hören. Könnt ihr mal üben? Hört ihr da bei euch was? Dann ist es gut. Wir machen nochmal alle 3 zusammen. Klatsch, nimm, cup. Cup ist übrigens das englische Wort für Becher oder auch für Tasse. Und diesen Becher haben wir hier. Deswegen heißt das Ganze Cup Song. Wir können es auch Becherlied nennen. So, machen wir mal alles zusammen, was wir bisher gelernt haben. 3, 2, 1. Klatsch, klatsch, schlag darauf. Klatsch, nimm, kap. Klatsch, klatsch, schlag darauf. Klatsch, nimm, kap. Klatsch, klatsch, schlag darauf. Klatsch, nimm, kap. Das klappt auch schon gut. Dann kannst du direkt weitermachen mit den nächsten Schlägen. Ansonsten kurz Pause oder zurückspulen, nochmal ein bisschen üben und dann geht's weiter mit der zweiten Hälfte. So, kommen wir zum zweiten Teil. Ich mache den einmal am Stück vor. Wir werden den dann nochmal langsam uns einzeln angucken. Los geht's. Klatsch, nimm, kap in andere Hand. Und nochmal. Klatsch, nimm, kap in andere Hand. Jetzt einmal langsam und danach zeige ich nochmal, worauf bei den einzelnen Tönen zu achten ist. Klatsch, nimm, kap. In andere Hand. Okay, wir teilen das nochmal auf. Klatsch, nimm, kap und dann in andere Hand. Erstmal klatsch, nimm, kap. Klatsch, nimm. Hier ist es wichtig, den Becher, wenn ihr mit rechts greift, von links zu greifen oder wenn ihr den mit links greift, so zu machen. Also klatsch, nimm, kap. Deswegen ist es wichtig, ihn so zu greifen, weil ihr dann den Arm drehen könnt und die Öffnung des Bechers in die Richtung habt, wo die andere Hand ist. Und die klatschen dann zusammen. Und nochmal üben. Klatsch, nimm, kap. Übt das nochmal. Klatsch, nimm, kap. Klatsch, nimm, kap. Das klappt, dann machen wir direkt weiter. Klatsch, nimm, kap haben wir schon. Jetzt kommen 4 weitere Töne hinzu. In, schräg auf den Boden klatschen. An, schon in die andere Hand nehmen. Da muss auch ein Ton kommen. Übt das mal, dass da ein schöner Ton kommt. In, an, in die andere Hand nehmen. Dann wird diese Hand frei. Das heißt, diese Hand kann auf den Tisch klatschen. Dr, Becher drehen in der anderen Hand. Hand. Und nochmal am Stück. Klatsch, nimm, kap, in andere Hand. Klatsch, nimm, kap, in
andere Hand. Das auf den Tisch schlagen ist sehr wichtig. Klatsch, nimm, Cup in andere Hand. Okay, jetzt haben wir die einzelnen Teile gemacht. Dann versuchen wir jetzt mal das ganze Ding am Stück. Erinnert ihr euch noch an den ersten Teil? Ich hoffe es, denn jetzt versuchen wir beide Teile zusammen. Ja, kommen wir zum Finale. Jetzt versuchen wir die ganzen Teile, die wir geübt haben, zusammenzulegen. Davor spreche ich nochmal den ganzen Spruch einmal durch. Also, klatsch, klatsch, schlag darauf, klatsch, nimm, Cup. Klatsch, nimm, Cup in andere Hand. So, jetzt mitschlagen. Ihr könnt gerne gleich mitmachen oder noch einmal zuschauen. Klatsch, klatsch, schlag darauf, klatsch, nimm, Cup. Klatsch, nimm, Cup in andere Hand. Klatsch, klatsch, schlag darauf, klatsch, nimm, Cup. Klatsch, nimm, Cup in andere Hand. So, wie gut hat es bei dir schon geklappt? So, dass wir das Tempo erhöhen können, dann versuche ich das Ganze doch mal ein bisschen schneller, aber es geht doch nicht immer darum, dass es immer nur schneller geht, aber wenn ihr es am Anfang ganz langsam gemacht habt, könnt ihr versuchen, schneller zu werden. Klatsch, klatsch, schlag darauf, klatsch, nimm, Cup in andere Hand. Klatsch, klatsch, schlag darauf, klatsch, nimm, Cup in andere Hand. Und jetzt, damit ihr nicht dauernd meine Stimme hört und vielleicht schafft ihr es selber auch schon, ohne mitzusprechen, dann hört ihr nämlich die Musik, die durch Becher und Hände entsteht, noch viel besser. Das versuchen wir jetzt mal. So, klappt auch ganz gut. Bei dir auch? Dann können wir noch etwas probieren. So, dann probieren wir zum Abschluss nochmal eine kleine Pyramide zu bauen aus Bechern. Also holt euch mal ein paar mehr Becher. Ich würde sagen, wir nehmen 6 Becher. Sucht die mal zusammen. Ihr könnt erstmal Pause drücken und wenn ihr die 6 Becher zusammen habt, geht's weiter. So, mit 6 Bechern, die wir alle erstmal an den Rand schieben, von wo wir sie gleich holen werden, versuchen wir eine Pyramide zu bauen. Das heißt, wir müssen am Anfang des Rhythmus immer einen neuen Becher haben und zum Ende den Becher so abstellen, dass wir eine Pyramide bauen können. Ich werde versuchen, den hier so vor mir abzustellen und trotzdem weiterzuschlagen und mir den Becher immer rechtzeitig zu holen. Man kann es auch ein bisschen langsamer machen, so können wir vielleicht auch erstmal beginnen. Also, den ersten holen wir uns schon mal ran. Und dann. Kleiner Fehler, aber wir machen gleich weiter. Bisschen leiser. Und Finale. Fertig. Und ihr? Habt ihr es auch geschafft? Wenn nicht, übt doch noch ein bisschen. Spult an die richtige Stelle oder versucht schneller zu machen als ich sogar im direkten Vergleich, was auch immer ihr wollt. Ich bin ganz zufrieden, habe hier meinen Turm gebaut und lasse ihn noch erstmal so stehen. Ist doch ein schönes Schlussbild insofern. Wir sehen uns zur nächsten aktiven Pause. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Cup-Song Rhythmus schlagen am Tisch. Und ja, Rhythmus wird es sicherlich auch wieder geben insofern. Papa, ich will trinken, schreit meine Tochter gerade. Ich geh mal kurz.